Passiv Geld verdienen. Hey Leute, heute sprechen wir über 5 Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen und wie ich selbst im letzten Jahr mein erstes wirkliches passives Einkommen verdient habe. Aber bevor wir anfangen, möchte ich eine Sache betonen, und zwar, dass es so etwas wie wirkliches passives Einkommen eigentlich gar nicht gibt. Man muss immer noch Zeit oder Mühe investieren, um die Einkommensquellen, die man sich aufgebaut hat oder dabei ist, erstmal zu erschaffen und natürlich auch aufrechtzuerhalten. Also, was sind diese 5 Methoden? Jede erfordert Arbeit und jede erfordert Zeit. Also schnell, viel und auch noch passiv Geld verdienen ist einfach nicht drin. Aber ich möchte dir hier einmal 5 Wege vorstellen und du wirst bei einigen Gemeinsamkeiten finden, dass du sagst, hey, okay, die ähneln sich ja schon, und daraus werde ich dir am Ende eine Empfehlung geben, was ich jetzt zu dieser Zeit machen würde. Also die erste Methode sind Aktieninvestitionen. Du kennst das alte Sprichwort, Geld arbeitet für Geld. Ich habe 2014 angefangen, in Aktien zu investieren, und obwohl es anfangs echt ein bisschen beängstigend gewesen ist, hat es sich nachher definitiv gelohnt. Aber ich musste mich damals schon sehr, sehr stark einlesen und einarbeiten, und die Aktien haben in den letzten 9 Jahren auch sehr stark geschwankt. Das muss man einschätzen und entsprechend auch aushalten können. Für den Start ist es meiner Meinung nach eher nicht geeignet, weil du auch nicht mit wenig Geld viel Geld verdienen kannst. Die zweite Methode ist Affiliate-Marketing oder Empfehlungsmarketing. Übersetzt heißt das, wenn du Produkte oder Dienstleistungen von anderen Unternehmen bewirbst und dafür eine Provision erhältst. Das kann ein großartiger Weg sein, um Geld zu verdienen, solange du dich auf Dinge konzentrierst, die du selber nutzt und von denen du wirklich überzeugt bist. Ich kenne ganz, ganz viele Leute draußen, die ja empfehlen irgendwas, was wirklich einfach nur schlecht ist, um Geld zu verdienen. Ja, das würde ich dir natürlich an der Stelle nicht empfehlen. Wenn du dich jetzt fragst, wie baust du das Ganze auf, dann würde ich dir einfach sagen, mach Folgendes, und zwar, du erstellst Kurzvideos und baust dir auf deinen Social Media Account in der Nische etwas auf, ja, indem du dann diese Produkte bewirbst. Wenn du hier Gas gibst, kannst du nach einigen Wochen schon dein erstes Geld verdienen, aber natürlich solltest du weiter Zeit in den Aufbau deines Social Media Kanals stecken. Nummer 3 ist der Verkauf von digitalen Produkten wie E-Books oder auch Online-Kursen. Du erstellst sie einmal und kannst sie immer wieder verkaufen. Ich habe zum Beispiel ein E-Book über nebenberuflich Geld verdienen geschrieben und es wurde schon mehrere tausend Mal runtergeladen. Ja, ich habe es kostenlos angeboten, und wenn ich es verkauft hätte, wäre es wahrscheinlich weniger gewesen, aber es wäre durchaus etwas Geld reingekommen. Wenn du Punkt 2 gemacht hast, hast du gleich natürlich auch einen Kanal über Social Media, wo du dieses E-Book zum Beispiel bewerben kannst. Als 4. Möglichkeit gibt es das Unterrichten und Erstellen von Online-Kursen. Du hast eine Fähigkeit, die andere lernen möchten. Warum machst du nicht einen Kurs davon und lässt dich dafür bezahlen? Das Ganze geht auch über sogenannte Livestreams. Fang einfach an, richtigen Mehrwert rauszugeben, und es wird über diese Medien, also YouTube, Instagram, TikTok und Co., einfach die richtigen Leute erreichen, und es wird auch Menschen geben, die dich dafür bezahlen werden. Nummer 5 ist das Erstellen oder die Schaffung einer eigenen Community. Wenn du eine Reichweite aufgebaut hast, die bereit ist, für einen exklusiven Zugang zu dir und deinen Inhalten zu bezahlen, kann das ein mega Weg sein, um auch ein wiederkehrendes Einkommen zu erzielen. Auch hier wieder Reichweite. Du siehst, ich bin ein großer Fan davon, aber vor allem deshalb, weil es wirklich aktuell nicht schwer ist und jeder mit so einem Smartphone hier irgendwie richtig schon loslegen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen, aber du musst vorsichtig sein, du musst dich von diesem typischen Schnell-Reich-Werden-Programm wirklich fernhalten. Konzentriere dich darauf, echten Wert zu bieten, um erfolgreich zu sein, und ich würde aktuell wirklich mit diesem Kurzvideoformat durchstarten. Nimm dein Lieblingsthema und schau, dass du anderen Personen hilfst, ihre Probleme zu lösen, Probleme, die du für dich in dieser Kategorie oder dieser Nische schon gelöst hast. Übrigens, wenn du mehr über nebenberuflich Geld verdienen erfahren möchtest, schau dir unbedingt das E-Book an, das ich geschrieben habe. Ich bin sicher, dass es dir an der einen oder anderen Stelle extrem weiterhelfen wird und dir auch einen Einblick gibt in diese ganzen Online-Geschäftsmodelle. Also, welche Methode denkst du, passt zu dir am besten? Bist du bereit, Gas zu geben und einzutauchen und dir wirkliches Einkommen und auch passives Einkommen aufzubauen? Oder bist du dir noch unsicher? Schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare und lass uns über deine Gedanken und vielleicht auch deine Erfahrungen sprechen. Und hey, wenn du dich am Anfang überfordert fühlst, keine Angst, ich war auch schon mal genau an diesem Punkt, wo du jetzt stehst. Denk daran, du musst nicht alle Methoden auf einmal ausprobieren. Fang einfach mit einer Methode an, die dich am meisten anspricht. Und von da aus arbeitest du dich weiter und fort. Ich hätte früher den Irrglauben, dass wenn ich was starte, dass das sofort mega Bombe funktionieren muss. Aber der Großteil ist erstmal ganz, ganz viel Lernen. Und hier ist noch ein kleiner Tipp: Vergiss nicht, Geduld mitzubringen. Passives Einkommen ist keine Sofortlösung und es wird Zeit und Anstrengung erfordern, um es wirklich aufzubauen. Aber wenn du dranbleibst, wirst du die Früchte deiner Arbeit ernten können.
Um dir bei deinem Weg zum passiven Einkommen zu helfen, habe ich einige meiner persönlichen Erfahrungen mit diesen Methoden geteilt. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass das Unterrichten von Online-Kursen eine großartige Möglichkeit ist, meine Leidenschaft für ein Thema zu teilen und gleichzeitig natürlich damit ein Einkommen zu erzielen. Oder meine Erfahrung mit Affiliate oder beziehungsweise Empfehlungsmarketing. Als ich anfing, habe ich mich auf Produkte konzentriert, die ich selbst benutzt habe und liebe. Das hat es mir ermöglicht, authentisch zu bleiben und gleichzeitig eine Einnahmequelle aufzubauen. Was ich aber sagen will, lass dich von meinen Erfahrungen inspirieren, aber vergiss nicht, dass deine Reise zum passiven Einkommen einzigartig sein wird. Probier verschiedene Methoden aus und finde heraus, was für dich am besten funktioniert. Bevor das Video jetzt zu Ende ist, möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass es total wichtig ist, echten Wert zu bieten und nicht nur auf schnelles Geld aus zu sein. Denk immer daran, dass deine Reputation und Authentizität auf dem Spiel stehen. Bleib ehrlich und du wirst damit Erfolg haben. Also, jetzt geht's. Worauf wartest du noch? Mach den ersten Schritt und beginne noch heute damit, dein passives bzw. dein Einkommen aufzubauen oder weiteres Einkommen aufzubauen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, ja, dann schreib es mal in die Kommentare. Wir können uns hier alle gegenseitig unterstützen, weil alle, die das Video jetzt bis zum Ende gesehen haben, haben das gleiche Interesse, vielleicht die gleichen Probleme. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, noch einen Daumen nach oben zu geben, meinen Kanal zu abonnieren und weitere kleine Tipps und Tricks auch zu diesem Thema mehr zu verpassen. Außerdem freue ich mich immer über neue Ideen für zukünftige Videos, also schreib sie mir gerne in die Kommentare. Danke, dass du zugeschaut hast und viel Erfolg bei deinem Weg zum passiven Einkommen und bis zum nächsten Mal.